Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play. The Line. Ich wollte gerade sagen, The Line. ETS 2. ETS 2 Multiplayer. Und wir fangen mal von Pink an, nämlich mit dem Andi. Hallo. Und gehen dann schwarz zu grau. Nämlich. Oh, mir fällt einer durchs Bild. Da, ja, von vorne an. Carsten und dem Scopen, beide in einem grauen Main. Nein, wir sind nicht grau. Wir haben. Ja, bei mir seid ihr leider und grau. Und eine Spinne. Also, der Carsten ist der Spider-Man und ich bin der Zombie. Bei mir sind die kackbraun. Der Chakoten ist untot. Der Chakoten ist kackbraun, der Carsten auch. Die sind graubraun. Der Julian ist der Einzige, der seinen Namen nicht vorne drin stehen hat. Ja, ist richtig. Brauche ich ja nicht. Die dürfen doch nicht wissen, wie ich heiße. Und ich habe in meiner Premium-Edition endlich mal ein Navi. Das ist wirklich beruhigend. Das ist halt der Vorteil an dem DLC. So, können wir dann jetzt mal fahren? Ja, so? So, wer holt denn ich habe einen Brotkopf. Ich hol zuerst. Den dringend hängen, da. Und mein Butterbrot konnte ich jetzt auch nicht zu Ende essen, weil ihr jetzt hier so einen Stress macht. Ja. Immer rechts rum, bitte. Ah ja, dann fahr halt durch mich durch. Julian, fahr. Nee, du stehst vor mir. Fahr du lieber. Ich dachte, du stehst nur drin. Lieber, ich hab Angst. Hier ist mir dunkel. Ich bin heute der Gute, ich tu dir nichts. Alleine zu fahren. Zack. Alter, das wackelt ja hier alles durch den Kinn. Das ist cool, was ne? Was ist los? Ja, die ganzen Dinger, die sich da in der Dashboard gekleistert haben, die wackeln alle. Der Carsten hat in der Drehpause ja gerade noch die DLC gekauft. Sag mal. Was macht ihr denn da vorne? Der Schikot geht voll auf die Bremse. Carsten Felbert. Guck mal, Andi, guck mal nach rechts raus. Guck mal. Carsten. Guck mal, der kleine sneaky Drecksack hier. Wir müssen übrigens links abbiegen. Nein, wir müssen geradeaus fahren. Oh, schade. Doof, ne? Du mit deinem Mercedes. Ich fahr auch, Carsten. Ja, lass mich doch. Ich hab mir zu viele Bändchen hingehängt, ich sehe nichts mehr. Du hast mir auch gesagt, du wolltest den fahren, Carsten. Nur da hast dich dann Nein, ich fahr den nicht. Doch. Achso, nee, wir müssen hier rechts abbiegen. Entschuldigung. Links müssen wir abbiegen. Oh, jetzt ist der Julian da rechts. Oh, das ist aber doof. Wir müssen doch aber nach links checken. Ne? Diese Osttransporte hier, ne? Auf, die Bremse, das ist total geil. So. Jetzt aber und. Ah. Mach erst, ich bin erster. Chakoten, was machst du da? Oh, da ist er nicht angegangen. Habt ihr gesehen? Hä? Bin ich jetzt an meiner Firma vorbeigefahren? Antwortet ja, klar, bin ich das. Ja, krieg dich einer hinten. Der Chakoten, der fährt mir Zeug zusammen. Was denn? Was macht ihr denn? Der fährt mir rein hier. Ach, hier war deine Firma. Ja, hier war meine Firma. War hier deine Firma? Ich bin hier drin. Jesus Maria. Und Josef, ja. Jesus. Der Busfahrer hat jetzt wieder sagen, Jesus Maria. Und Josef. Nee, ohne Josef. Ich bin erster. So. Guck mal, der Carsten, was lädst du denn? Ach, das bist du gar nicht. Hüttenkäse nach Bergen. Könnt ihr von hier nicht nach Göteborg? Ich komm rum. Ja, ich komm rum. Wo ist denn der Carsten jetzt hier? Ich stehe direkt neben dir. So. Ich dachte, du hättest schon deine Fracht. So. Ich hab hier keine Fracht. Ich muss nach Geneve. Na, beobachtet ihr den Chakoten oder was macht ihr da? Ja, der Chakoten packt einen. Ich hol gerade mein Trailer. Das ist mein Hullermädchen, das bewegt auch ihren Püppes. Ja. Oh Mann. Puppe, tanzen. So. Weiter geht's. Weg die Puppe. Der Julian nicht, sondern der Andi, ne? Der Andi muss jetzt das holen. Das Mädchen bewegt die Puppe. Ja, dann fahr mal. So, Andi, dann fahr mal. Links raus. Fahr mal. Nee, erstmal geht's noch hier in Torino und dann geht's nach Senf. Achso, nach Senf. Hm? Ich blockiere gerade die Straße. Kann man mal machen, ne? Ja, ja, die Ampel ist rot. Jetzt nicht mehr. Übrigens fährt der Oscar heute wieder mit bei mir. Genau. Bei mir fahren 18 Tonnen Hüttenkäse mit. Warum ist denn eigentlich schon wieder dunkel? Was heißt ja, schon weil es Abend wird. Schön. Es dämmert. Toll, ich sehe die Ampel nicht mal wegen den Scheißdingern hier. Es ist unglaublich. Übrigens. Aber hat ja, aber ich habe die Ampel nicht gesehen. Ist kein Blitzer, Alter. Doch, 350. Echt? Ich hab nichts bekommen hier. Hat ja, aber für euch durchaus einen Vorteil, wenn es jetzt dunkel wird, dann werden die Aufnahmen kleiner. Hä? Der Tag wahrscheinlich nicht mehr zu rechnen, oder? Wegen den Farben. Nachts sind weniger Farben und dunklere Farben.
Verbraucht weniger Speicher. Ist das so? Ja. Hast du das mal getestet oder was? Ne, es fällt mir aber immer wieder auf, dass wenn viel dunkel ist, die Aufnahmen kleiner sind. Na, da bin ich mal gespannt. Weil dann wahrscheinlich nicht so viele Details in der Bitrate stehen und dann hast du eine kleinere Bitrate und eine kleinere Datei wahrscheinlich. Bitrate und dadurch hast du eine kleinere Datei und ich bin voll der Profi und habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Chakoti, was hast du für eine Bitrate bei deinem... Wir müssen übrigens rechts. Was hast du für eine Bitrate bei deinem Renderprogramm eingestellt bei deinen Videos? Bei 1080p 12 bis 16. Echt? Okay. Vielleicht Warum? Müsste ich den mal höher stellen, weil der Andi hat jetzt letztens von 21.000 reduziert runter. Darum waren die Videos vom Andi immer so hell. Ich habe das jetzt auf 9.000 bis 15 oder 14. Unter 10 würde ich nicht gehen. Okay, ja, dann sollte ich die vielleicht Für 1080 würde ich 12 bis 16 machen. Ja, ja, weil's, ich glaub, dann schraube ich die nochmal. Ja, weil es ziemlich lange dann rendert, je länger ich das eingestellt habe. Was macht denn der da? Aber die Videoqualität leidet unter niedriger Bitrate. Okay. Ich habe sie bei 8000. Warum steht man eigentlich mitten auf der Straße, ey? Also 12 bis 16. Da kommt einer entgegen. Ja. Nur so zur Info. Stimmt. 12 ist auch die Zahl, die Josh empfohlen hatte. Ihr seid ja alle schon JWD. Da steht ja einer mitten auf der Straße. Ja, da sind wir gerade auch. Und danach müssen wir links rein. Jetzt ist mein Lenkrad gerade umgeknickt. Das ist geil. Warte mal. Das sieht man. Was genau treibst du da? Mein Lenkrad ist umgeknickt. Ach, da seid ihr ja. Ja, hier. Och, bitte keinen Steinbruch. Bitte nicht. Ja! Bitte jetzt nicht. Ich auch mal die Reifen-Sounds. So. Oh ja, ich hab's gehört. Oh Gott. Siehst du? Sag ich doch. Nee, was ist denn das? Das ist doch kein Steinbruch hier, oder? Nein, das ist Farm. Die lange Straße deutet aber normalerweise auf einen Steinbruch hin, ne? Aber nein, auf eine Farm. Da, wo ist er? Aber das ist doch kein MMO, hier müssen wir doch gar nicht farmen. Oh. Chakoten. Was denn? Das ist gruselig manchmal. Aber das ist ja der gleiche Anhänger, wie du letztens hattest. Aber für die schlechten Witze nehmt ihr mich doch mit. Guck mal, hier steht ein Traktor. Nicht normalerweise Josh, ja. Ein Trecker steht da, hast du ihn nicht auf dem Kopf? Langeweile, Julian. Ja. Ich wende schon mal. Ich speicher mal. Oh ja, das ist eine schöne Idee. Also heute ist mir das irgendwie sicherer, weiß auch nicht warum. Weil du jetzt einmal einen Disconnect hattest, schiebst du jetzt Panik hier? Nee, ja. er ist ja abgeschmiert, richtig. So. Wollen wir? Ja, dann fahr ich jetzt vor. Ihr zwei müsst vorfahren mit euren Zugmaschinen. Ja, dann fahr du vor. Ich fahr aber immer so schnell. Ja, ich auch. Ändert nix. Ich habe übrigens einen CD-Player in meinem LKW. Ja, du bist ein Profi. Wer nicht? Ja gut, dass der Chakoti den auch hat, ist klar, weil ihr fahrt den gleichen LKW. Ach echt? Ja. Beide den TGX 18.608. Aber ich hab Totenkopf drin. Habe ich auch. Verchromt. Scheiße. Ich habe auch den verchromt. Und ich habe voller stylische, unkaputtbare Nokia-Handy hier drin. Oh. Ja, das ist cool, ne? Ja. Benutzt du das als Nothammer, wenn dein LKW mal auf der Seite liegt und du die Tür nicht aufkriegst? Genau. Rechts raus übrigens. Ja, habe ich gesehen. Der Andi ist auch rechts gefahren. War das der Lichtkegel, der hier so kurz aufgeblitzt ist bei mir im Rückspiegel? Ja, genau der. Julian, warum gibst du eigentlich kein Gas? Weil ich dachte, ihr braucht ein bisschen, ja, weil du so an deinem Lenkrad gekurbelt hattest. Nee. Okay. Ich habe eine Premium-Edition mit Plus dahinter, da bin ich so schnell wie du, ohne Trailer. Plus oder 3 Plus? 3 Plus mit 50... Plus Plus, Premium-Edition Plus. Ja, der hat ein Triturbo. Ein Triturbo? Ja, ne, 3 Turbolader. Julian? Cool. Ja. Warum heizt denn du so? Andi? Was denn? Geradeaus. Was ist der dritte Finger an der Hand? Wenn man vom Daumen aus anfängt. Bei dir? Vom Ringfinger. Der dritte, der Ringfinger. Bei der dir? Finger. Bei dir ist der nach diesem Let's Play bestimmt gebrochen durch den dreifachen Überschlag. Beiß doch in dein Sandwich. Nee, ich komm da nicht dran. Du bist doch Trucker. Er hat das Sandwich da auf der Ablage liegen. Ich will gar nicht wissen, wie lange das da schon liegt. Ja, ne, ist schon faul. Es schibbelt noch nicht. Also. Lass doch den Hund mit, der soll dir es rüberreichen. Okay. Im Moment ist noch alles gut. Carsten. Er ist halt noch nicht weggelaufen.
Der Hund soll dir es reichen. Du hast ihn doch mit. Achso, wir müssen rechts runter. Ich glaube, der Hund reicht ihm nichts. Der Hund frisst zu. Ja, der frisst das. Wir sehen euch das, nicht mehr, ja. Ja, warte. Rechts runter dann nach Lyon. 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 Wir fahren jetzt nach Genf. Oder wie der Chikon sagen würde, nach Senf. Oder wie der Josh sagen würde, nach Generve. Ja. Julian! Der Julian schleicht ja aber auch. Das ist zum Kotzen. Was hab ich denn also gemacht? Gar nichts hab ich gemacht. Toll. Ja, was aber hab ich denn gemacht? Na, was? Erst meckert ihr, dass wir zu schnell fahren? Ja, eben. Und dann warte ich auf euch. Nö, ich sehe euch nicht mehr. Ja, aber der Julian mitten in der Kurve. Ich hab gebremst, weil ich auf euch gewartet habe. Ja, aber doch nicht mitten in der Kurve. Das macht er gerne. Ich habe auf euch gewartet, ihr Bombos. Aber doch nicht mitten in der Kurve. Ja, Julian, doch nicht mitten in der Kurve. Motorfehlfunktion, ich brauche in Genf eine Werkstatt. Das schadet nix. Wenn du mitten in der Kurve wartest. Ja, genau. Ja, aber das Wunderbietchen, das hat hier ganz schön Probleme gerade beim Beschleunigen. Was? Hä? Ich sag, dein Hullermädchen hat ganz schöne Probleme hier beim Beschleunigen. Ist das so? Mhm. Kommt nicht mehr aus dem Krieg. Mir ist noch nie aufgefallen. Bei mir sitzt da ein kleiner Hund. Oh, ein Wackeldackel. So ein kleiner Hund sitzt. Ich hätte da bei Carsten sitzen müssen wegen Oscar. Warum? Der hat doch schon Oscar mit, da braucht er doch keinen Wackeldackel. Das ist eine Rasse. Oh, Mist, jetzt komm hier. Ah! Mischling? Ein Mischlingsrüde. Richtig wissen wir das nicht, weil der kommt ja aus Spanien, aus von der Mallorca. Oh, Espanier. Ja. Kann er denn wenigstens Deutsch? Ja, und er kann auch Spanisch. Können die ja wenigstens mal ein bisschen langsamer fahren? Nee. Habe ich beim letzten Mal gemacht, deswegen habe ich jetzt eine Motorfehlfunktion. Also. Ja, du hast ja auch mitten in der Kurve gehalten. Ich habe nicht gehalten, ich bin langsam gefahren. Nein, du hast gehalten, du hast da gestanden. Ich habe nicht gestanden, ich habe langsam gefahren am Sein. Ich habe langsam gefahren tun. Die rasen da vorne aber auch weg. So, du. Ihr seid doch hinter uns. Ich sehe doch den Andi da. Oder nee, das bin ich. Der Chikoten, ja. Den sehe ich gerade nicht mehr. Ach so. Jetzt heißt es wieder, ja. Ich schleiche, weil er nämlich jetzt schon wieder auf die linke Spur geht. Ja, war besser als die Alternative, die hinten reinzufahren. Ja, aber du hast doch noch Platz. Das habe ich doch im Spiegel gesehen. Muss jemand tanken? Ja, so viel Platz war das nicht mehr. Muss jemand tanken? Tanken muss ich nicht. Nein, ist vollgetankt. Dankeschön. Voll. Meine Premium-Edition, die hält durch bis Norwegen. Ja. Boah, ist das cool, ey. Jetzt gleich können wir eigentlich mal tanken. Also ich habe noch Sprit für 3300 Kilometer. Das sollte locker lang. Locker lang? Wir gucken locker mal. Lang, 4800 ja. Oder 4600? 4680. Ja. Ich bin noch nicht so spritsparend unterwegs. Ah, aber übrigens, da kommt eine Mautstation, oder? Schon wieder? Ich fahr Euro 60 unterwegs. Du bist sächsisch unterwegs? Ja, Euro 60. Ich fahr Euro 60, ich fahr schon unterwegs hier. Ich muss doch noch Ed Lönach danken. Das war knapp. Jetzt wollte ich dem Julian mal hinten reinfahren und er fährt durch die... Na, super. Jetzt bist du gegen die Schranke gefahren. Nee, ich glaube, er ist in der Schranke. Die Schranke hat ihm auf den Kopf gedengelt. Sehr witzig. Entschuldigung. Wirklich sehr witzig. Wie ernst? Entschuldigung. Tut mir leid. Entschuldigung. So, seid ihr wieder da? Ja. Noch, ja. Der Coten setzt gerade zum Überholmanöver an. Julian. Ja. Ich hoffe, er schmeißt dich heute um. Nein. Doch. Übrigens sind wir schon in Frankreich. Ich habe ihm nämlich nichts getan. Oh, Frankreich. Frankreich? Gucken wir, dass wir schnell wieder rauskommen. Ich freue mich schon. Der Julian will immer schnell rein und schnell wieder raus. Ich freue mich schon total. Ja, das ist aber nicht so befriedigend. Der Julian endlich eine Fracht hat, da freue ich mich jetzt schon. Für den Julian scheint es zu reichen. Was habt ihr denn schon wieder gemacht, dass ihr wieder auf mich abgesehen habt? Dann kriege ich dich. Oh, der Gegenverkehr. Die hat gerade ein bisschen geleckt, aber da habe ich nicht bremsen können. Der Checko leckt? Ja, aber nur ein bisschen. Das ist nicht mehr so schlimm wie vorher. Ja, das ist richtig. Nee, aber ich hatte ja genug Sicherheitsabstand. Da konnte ich bremsen. Da kommt schon wieder eine Mautstelle. Meine Fresse. Ja, die haben das Geld aus der Tasche. Das ist kacke. Jedes Mal, wenn ich fast den Julian eingeholt habe und überholen will, da kommt eine scheiß Mautstelle. Ja, dann überhol den doch da. Es geht ja nicht. Ja, außerdem bin ich momentan... Ich will den ja jedes Mal in der Mautstelle hinten reinrammen und dann erwische ich die Schranke. Irgendwo gab es doch auch Mautstellen ohne Schranken, oder? Oder in Schweden. Ah! Das kann ja wahr sein. Was hat denn dieser LKW für Bremsen, sag mal? Ja, warte mal. Andi, bitte
geh mal in die Option unter Gameplay. Ja, und dann? Und dann gehst du, warte mal, ich mach das gerade mal mit hier. Ja, mach das mal mit da. Option. Hoppala, hoppala, oh. Das tut Gameplay. Mir leid, Julian. Und dann steht da, ja? Stärke der Bremsen. Ja. Und den Regler nach rechts schieben. Und ja, hab ich gemacht. Weiter. Kommst du jetzt? Ich helf dir nochmal, du Drecksack, ey. Dann fahr halt gegen die Schranke, mein LKW ist es nicht. Doch, den habe ich gerade auch ein bisschen. Ja, ne, wenn du auf einem freien Feld nicht fahren kannst, dann ist das halt nicht mein Problem. Wieso? Ich fahr doch. Ein ganzes Stück vor dir. Oh mein Gott. Ja, du, ich hab dich gleich, ne?